Nächste Runde hier im Spiel. Jetzt machen wir was ganz Feines. Wir machen jetzt einen Parallelflug. Wir fliegen also beide in getrennten Flugzeugen. Das schauen wir mal. Und ich sehe da, ich sehe die Preussack. Das ehemals tiefste Steinkohlebergwerk der Welt. Falls jemand Interesse hat. Ja, ja, sicher. Oh, 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 oh. Ich weiß, was ist ausgegangen? Mein Ding ist aus. Was? Mein Propeller ist aus. Weißt du noch, wie du das? Jetzt stehe ich auf dem Acker und das Ding ist aus. Boah! Oh, das ist schrecklich. Mit mir will doch keiner fliegen. Landeherausforderungen, den wollen wir uns jetzt auch mal widmen. Eine große, also Landung ist ja nicht gleich Landung, je nach Flugplatz und je nach Maschine. Absolut. Und da gibt es wahrscheinlich dann auch im echten Leben so, so Orte, wo man sagt, wenn ich nicht unbedingt muss, will ich da nicht landen oder... Man kann eher sagen, es gibt Bedingungen, wo ich nicht unbedingt muss, will ich da nicht hin. Also es gibt ja eine Grenze für Seitenwind zum Beispiel und wenn die überschritten ist, darf man einfach schlicht und ergreifend nicht landen. Aber kommt auf die Tageszeit an, kommt darauf an, wie wach man ist, wie fit man sich fühlt. Bei dem einen Tag landest du gerne bei 25 Knoten Seitenwind und bei dem nächsten Tag sagst du, ach komm, heute muss ich mich nicht selbst beweisen. Okay. Aber du musst in den Limits des Flugzeugs jederzeit sicher landen können. Achso, und das ist eben sozusagen dann die klare Vorgabe, sonst wird es auch keiner machen. Also wenn genau. Man mal hinten im Flugzeug sitzt, du denkst, Alter, das wumpelt aber. Nee, sonst darfst du es nicht machen. Genau. Du musst sonst durchstarten oder gar nicht erst anfliegen. Du darfst es nicht machen. Also da kannst du dich sicher fühlen, dass das, was in einem normalen Verkehrsflugzeug passiert, immer im Rahmen der Betriebsgrenzen stattfindet. Okay, wenn nicht im Rahmen meiner Kotzgrenzen, aber das ist ja was anderes. Gut. Was haben wir denn hier? Berühmt, episch, starker Wind. Also für mich klingt episch, ehrlich gesagt. Also ich weiß es nicht. Du darfst natürlich für dich ja auch die Möglichkeit, hier mal Sachen auszuprobieren, wo du vielleicht selber noch nicht warst. Ja, ich war an ganz vielen Orten noch nicht, weil das sind eben spezielle Flugplätze. Ich habe keine Ahnung. Sollen wir einfach bei berühmt mal reingucken? Ja, komm, lohnt's mal rein hier. Was da ist. So. Okay. Tja. Oh, Toronto sieht auch schön aus. Denn? Ja, du, mir ist das. Jackson ist... Wollen wir mal Jackson probieren? Ich weiß es. Ja, das ist ja, probieren wir aber aus. Probieren wir mal Jackson. Dann wir alle gut wir müssen es ja beide ja. machen. So, ich lese mal kurz vor. Am Fuß der spektakulären Bergkette Teton Range in Wyoming befindet sich der Jackson Hole Airport. Bei diesem abgelegenen Flugplatz bekommen es Piloten nicht nur mit einer beeindruckenden Lage, sondern auch mit einer großen Höhe, kurzen Landebahn und rapide wechselnden Wetterbedingungen zu tun. Ach du Scheiße. Na, das kann ja eiter werden. Was ist das Schlimmste beim Landen, ist tatsächlich zu schnell. Der Seitenwind. Ja, also, der ist eigentlich nicht schlimm, solange man ihn ausgleichen kann, was du ja mit den Pedalen tendenziell kannst. Schlimm ist, wenn du zu schnell bist. Ja, aber dann okay. bleibst du halt einfach nicht mehr stehen auf der Bahn. Aber wenn die voll Wasser steht, so Aquaplaning oder solche Probleme... Muss man vorher berechnen, dann ist die Landestrecke entsprechend länger. Wenn die Bahn dann damit zu kurz ist mit Wasser, dann darfst du eben auch nicht landen. Das wird alles abgeklopft im Vorfeld. Ja gut, schauen wir mal. Also, das ist das virtuelle Jackson und es ist gerade kalt, winterlich. Auch, also wenn der Pilot jetzt... Ah, er fliegt jetzt schon. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die Bahn ist. Da ist die Bahn. Ja, jetzt wäre natürlich mal... Also, na, dann machen wir mal gleich so. Ist die Bahn? Wo ist die Bahn? Ja, wo ist sie denn? So, machen wir uns erstmal sicher. Fahrwerk ist draußen, Klappen sind draußen. Das ist sicher. Jetzt versuchen wir auf eine Geschwindigkeit zu kommen, die einigermaßen passabel ist. Das werden so 130 Knoten wahrscheinlich ungefähr sein. Vielleicht 120. Ich sehe sie nicht mehr. Ach, da vorne links. Das ist langweilig im Weiher. Meine Fresse, ist auch Winter. Das ist ja unspielbar, dieses Spiel. Das kann ich nicht bestätigen. Das fliegt ja auch noch durch den Weiher. Ich finde es relativ realistisch, um ehrlich zu sein. Ja, ich bin im Fluss. Aber Herr Gell, Sie haben noch kein Wasserflugzeug. Aber so fällt es mir erheblich leichter, aus dieser Sicht zu fliegen, ja, weil du einfach einen besseren Überblick hast. Aber geh noch mal in die Cockpit-Sicht kurz vielleicht. Ja, warte. Weil normalerweise würdest du doch dabei... Ja, so ist schon schwierig, jetzt muss man schon quasi gucken. Okay. Also da ist mir einfach die Übersicht nicht groß genug. Okay. Ja, das wäre was für VR, ne? Also er blurkt auch die ganze Zeit Don't Sink. Also ich habe schon Warnung auf dem Ohr. Jetzt hat er gerade gesagt 500, das heißt ich bin 500 Fuß hoch. Geschwindigkeit ist vielleicht ein bisschen langsam, aber AOA ist noch in Ordnung.
Und du weißt ja, das Geheimnis einer guten Landung ist ein stabiler Landeanflug. Ja. Das heißt, also du versuchst jetzt... Ich versuche den in der Zielmarkierung zu landen, was aus dieser Perspektive vielleicht nicht ganz super wird. Aber warum fliegst du jetzt so schnell, wie du fliegst, und nicht langsam oder schneller? Dass ich also kurz über dem Strömungsabriss, aber nicht... So, jetzt ziehe ich schon mal auf Idle, jetzt habe ich Leerlauf. Ich möchte behaupten, ich würde mit dir fliegen jetzt gerade. Da sollst du aufsetzen? Ja, genau. Ah, geil. Dann setze ich etwas zu spät auf. Ja, das kostet natürlich und dann. Muss natürlich jetzt. Und jetzt muss ich gucken, dass mir die Pedale nicht wegrutschen. Okay. Die Pedale sollte aber wenn ich da jetzt drin würde, dann würde ich aber auch jetzt. Ja, mal gucken, wie viele Punkte das gibt. Aber dann bist du gelandet. Wird schon nicht so viele Punkte geben. So. Du bist immerhin auf Platz 1301. Tja, Glückwunsch. Nicht schlecht. Was war denn gut? Also du warst, die Präzision war sehr gut, das Bodenrollen war anscheinend nicht besonders toll. Nee, da bin ich auch nach links abgekommen. Ja. Da wird ja wahrscheinlich messen, wie weit man sozusagen auf der Centerline bleibt. Ja. Da bin ich nach links abgekommen, weil diese Pedale am Boden leider nicht festgeschraubt sind und verrutschen, die ich habe. Reibungslosigkeit Landung ist die Sinkrate bei der Landung. Also wie sehr hast du geflärt? Will sagen, wie sehr bist du ausgeschwebt? 500 Fuß ist okay, es ist keine weiche Landung, aber also den Stoß wird man gespürt haben. Und ansonsten... 500 Fuß bist du... Mit 500 Fuß pro Minute. Hoch? Also 500 Fuß pro Minute geht's runter. Ach so. Sozusagen. Ah, und idealerweise... Also es stimmt nicht. Du musst dann einfach möglichst präzise aufsetzen. Ja. Sanft aufsetzen ist gar nicht das Ziel. Weil beim sanften Aufsetzen verschenkst du sehr viel Runway. Weil du einfach nach vorne schwebst. Du kannst ja immer weiter ziehen, damit es möglichst weich wird. Ja. Aber dann ist es nicht präzise. Ich wünsche dir viel Spaß. Der Flug wird neu gestartet. Wollen Sie fortfahren? Ja. So, jetzt wollen wir noch mal schauen. Jetzt gilt's natürlich. Wer setzt hier besser auf? Ich habe ein Gefühl. Was? Wieso das? Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, die Chancen halten. Ah, ist egal. Man du siehst ja, der Flugplatz ist das schwarze Ding dahinter. Ja, bis ich den gesehen hatte, dann wusstest du schon genau, wo du landen möchtest. Ich habe die ganze Zeit das Haus angesteuert, das daneben war. Los geht's. It's all yours. So, mit dem Typ kenne ich mich natürlich nicht aus, muss ich erstmal ein bisschen sanft aus. Oh ja, gut, alles klar. Ja, ab hier zählen ja noch keine Punkte, ne? Hier kann man ja noch. Du kannst die Klappen auf jeden Fall schon mal komplett ausfahren und das Triebwerk zurücknehmen. Wenn ich überhaupt nicht einmischen soll. Das sollst du bitte explizit. Komplett ausfahren. Wir sind ja Brüder, man hilft sich da ja gegenseitig. Auch wenn die Geschwindigkeit so hoch ist, nimmt man den Power auf die Hälfte zurück. So, und jetzt hier Landeklappen aus. Ist eigentlich zu schnell, dafür nimmt man Power auf die Hälfte zurück. Aber nimm mal auf Leerlauf zurück jetzt. Aber das geht ganz schnell hier. Klappen voll ausgefahren. Sind voll ausgefahren. Ja, ist gut. Die Klappen voll ausgefahren. Ne, die sind nicht, also sind eingefahren komplett. Warte mal, ich mach mal hier. Ja, so. Schön auf die Geschwindigkeit achten, dann musst du gleich wieder Gas geben. Wenn du bei 130 bist, gibst du ein bisschen Gas. Sonst fällst du nicht aus dem Himmel gleich. So, jetzt fängst du an, Gas zu geben. Genau. So, sieht aus. Alter! So ist das ganz gut. Das sieht nicht schlecht aus. Ja, wenn ich drin sitzen würde, würde ich es anders sehen. Alter, ich komm doch nicht mal dahin! Doch, da kommst du hin. Das ist kein Problem. Ja, gleich kommt mal wieder. Du siehst an die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist super. Okay, wenn du das sagst. Ein bisschen mehr Gas geben, ein ganz kleines bisschen. Don't save, don't save. Ich spare doch überhaupt nicht! Ein bisschen mehr Gas. Don't save! Nein! Don't sink, sagt er nicht. Ach, don't sink, ach so. Ich sinke nicht! Okay. Auf den Bahnanfang zusteuern und dann leicht das Gas in Leerlauf nehmen, wenn du in der Nähe der Bahn bist einfach. Und dann sanft runterfließen. Er sagt die ganze Zeit, don't sink. Ja, ja. Zieh mal schön auf die Bahn und ich nehme das Gas gleich für dich. Soll ich es für dich in Leerlauf nehmen? Nee. Okay. Das wäre auch keine Challenge. Ja. Jetzt das Gas, wann soll ich denn sinken? Gas auf Leerlauf. Arschgesicht. Und jetzt einfach nur darauf konzentrieren, sanft auf der Mitte aufzusetzen. Das sieht sehr gut aus. Ein bisschen mehr ziehen, langsam aufsetzen. So, und jetzt mit den Seitenruder, bitte mit dem Wasser ein bisschen schnell. Jetzt nicht ein bisschen nachziehen, aber nur ein bisschen. Ja, wunderbar. Und jetzt ein bisschen steuern mit den Pedalen und bremsen. Fußspitzen bremsen. Ach, bremsen. Und mit dem Pedal nach rechts. Boah, mal gucken, was das für Punkte ergibt. Ja, es war, ich hab, ja.
Aber nur 20. Ja gut, Präzision war jetzt nicht so gut. Bodenrollen war auch nicht so gut. Aber der erste... Da Capo. Ja gut, das war jetzt nicht so gut. Okay, das ist ein leichter Unterschied. Es war ein leichter Unterschied, das stimmt. Aber ist auf jeden Fall steuert sich hiermit ganz, also deutlich angenehmer. Ja, das glaube ich. Also, glaube ich. Zum Pilotenschein 2 Flugstunden. Also ich, das maximal. Komm, einen machen wir noch, oder? Ja klar, machen wir noch. Ja, genau. So, nächste Challenge. Soll ich jetzt anfangen? Ja. Aber das wäre unfair. Nee, ja, du kannst ja alle möglichen Tipps und Tricks jetzt. Ja, das stimmt, die kann ich mir auch. Okay, aber ich habe einiges mehr gelernt. Ich weiß, ich versuche jetzt zu koordinieren. Guck dir erstmal den Flugweg an, wo du ungefähr her musst, dass du dann auch die Bahn siehst. Also geradeaus durch den Korridor rechts. Ja, so sieht's aus. Ja, da Alpha, Gamma, Delta. So, Freunde, ab geht es jetzt. Es wird geflogen. Da ist Bhutan, beziehungsweise der Flughafen. Wer lebt ihn nicht? Wer war noch nicht da? Oh, guck mal, wir folgen einfach dem Flug zum Regenbogen. So, jetzt wollen wir erstmal die Außensicht. Wo war nochmal das Gucken? Klappen sind schon voll draußen, ist alles super. Das ist Gucken? Also oh, ja. Du kannst dich nur aufs Landen konzentrieren. Ja, aber ich will auch mit dem Zuschauer ein bisschen was bieten hier. Ja, ja. Wie du im Berg saust oder was? Freunde, wenn Sie jetzt vielleicht einmal zu Ihrer Linken aus dem Fenster gucken, da sehen Sie mehrere Häuser. Und auch die Menschen, die rechts sitzen, schauen Sie ein bisschen raus, genießen Sie die Aussicht. Bitte die Toiletten ab jetzt nicht mehr aufsuchen. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Brace for Impact. Ab den Reihen 17 abwärts ein bisschen beten würde helfen. So, wir sind ja schon aus der Schaltung raus. Da ist der Flughafen, der liegt ein bisschen ungünstig. Hätten wir vielleicht ein bisschen früher den Kurvenflug einleiten sollen? Hätten wir das vielleicht? Das weiß ich nicht. Nee, wenn du an den Bergen entlang gehst. Ja, gut. Aber muss man ja. Guck mal nach rechts, wo die Berge sind. So, Freunde. Sie wissen ja, die Spannung fliegt mit. Oh, das ist aber eine ganz schön enge Kiste da unten. Fuki. Au, 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 au. Kacki, kack, 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 Bärchen. Ja, don't turn too much close to the ground. Durchstarten, durchstarten. Das weiß ich nicht, ob das bei der Landestellung zulässig ist, weiß ich nicht. Das erinnert mich an Flug 5714 nach Sydney. Und das war der Abschluss. Nein! Ja, gut. Okay, habe ich jetzt nicht mitgerechnet? 0 Punkte, würde ich sagen, oder? Ja, wahrscheinlich. Willst du? Ja. Scheiße. Ich stelle mich jeder Herausforderung mit Vergnügen. Ja, ja, das. So, dann wollen wir nochmal gucken. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht immer so eine einfache Logik, je größer das Flugzeug gleich, desto mehr Spaß. Ne? Nee, überhaupt nicht. Also es ist eigentlich die Logik, je kleiner das Flugzeug, desto mehr Spaß. Also weil du natürlich jedes größere Flugzeug wird natürlich träge und du kannst natürlich ein großes Flugzeug gar nicht mehr in Anführungszeichen sportlich fliegen. Oder sollte man nicht, darf man nicht. Ja gut, Sport. Ja, sie fliegen sehr Sport. Mit einer Kurzflugmaschine kann man halt sportlich fliegen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Weil wir jetzt auch nicht viel anders machen als du. Na ja, gut. Ich hoffe. Klappen geht sehr. Klappen geht's nicht mehr. Ja, das. Achso, die Klappen hat er schon vorgeklappt. Ja. Das ist alles schon fertig gewesen. Wie sieht hier das Cockpit aus? Okay, das ist im Leerlauf, das Triebwerk. Ah, okay, da geht doch mal was. Bist du da schon mal gelandet im echten Leben? Nein. Okay, das ist wirklich deutlich träger. Boah, da möchte man auch echt kein Anwohner sein. Ja gut, wie viele Flüge mögen da rein und raus gehen täglich? Ich weiß ja nicht, also Bhutan, ja gut, ich weiß, also ich weiß nur noch, dass Bhutan früher bei uns in meinem Kinderbuch irgendwie Erklär mir die Welt oder sowas, wie auch immer das hieß, da war Bhutan das Land mit dem kleinsten Geldsack, mit dem niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen. Ach, das waren diese mit den geilen Bildern, wo immer verschiedene nebeneinander mit großen und kleinen und mittleren Säcken so durch, ne? Einmal die ganze Welt immer so in so, ja, ja, das stimmt. Genau, da gab es so einen, der hielt so einen und Bhutan war, glaube ich, das kleinste und ich weiß nicht, ob USA das größte war. Ja gut, wenn ich mir den Flughafen angucke, hat sich seitdem leider nicht so viel da. Den USA hat einen fetten Geldsack, das stimmt. Also siehst du, ich fliege hier schon einen ganz furchtbaren AOA, das ist schon ganz schlecht. Also ich bin viel zu langsam eigentlich. Aber dann kann ich wenigstens drücken. So, jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, das ist natürlich auch viel smarter. Dann spart man sich den engen Flugkorridor. Ja, du musst halt, ohne dass ich das Ding schon gelandet hätte, musst halt stabil im Endteil sein. Wenn du das nicht triffst, ist halt schon mal die Katastrophe vorprogrammiert. Wenn ich jetzt Luftbremsen hätte, würde ich die vielleicht nochmal kurz ziehen, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Das sieht aber schon ganz gut aus. Ja, zumindest werde ich die Bahn treffen, aber ich bin eigentlich noch zu schnell. Sehr schnell, ne? Ja, sehr schnell ist das, glaube ich, für einen Airbus nicht. Okay. Ja, gut. Ich meine, das ist okay, halt das hätte ich jetzt auch nicht machen müssen, nachdrücken, aber gut. Ja, auch kein Airbus-Pilot. Also das war dadurch, dass man zu schnell war. Ja. Sonst sonst wäre der nicht wieder hochgesprungen. Aber mal gucken, wie viele Punkte ich kriege. Ja, gut, ich hatte noch keine Punkte. Dann bin ich jetzt auf der Centerline. Sonst nichts. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich Platz 1, weil sich noch niemand dran gewagt hat. Naja. 590. Immerhin. Ja, aber gut, das war nicht reibungslos. Das war aber, da wäre das Flugzeug in Teile zerbrochen. Ja. Also das kann man eindeutig sagen. Bei 2300 Fuß Sinkrate wäre das Flugzeug zerbrochen. Krass, ja gut, also da hast du eindeutig gewonnen, aber alles andere wäre... Ja, gewonnen habe ich aber nicht gegen die Realität, nur gegen dich. Naja, gut. Das ist schön. Aber da fehlen ja noch ein paar Tricks und Kniffe wahrscheinlich. Ja, man muss ein bisschen üben. An den Controller, ne? Ja. Ja, wisst ihr was? Einen schaffen wir noch. Ja, super. Dann machen wir noch einen, komm, jetzt fängst du wieder an. Jetzt will ich wieder was machen. Jetzt sollen wir mal Wind machen? Gibraltar machen wir, obwohl die Maschine doof ist. Sedona, USA machen wir, da bin ich tatsächlich schon gewesen, super. Das machen wir. Wohin? Herrlich, in Sedona in den USA, auf dem Weg zum Grand Canyon. Und der ist auf einem kleinen Plateau und da bin ich in Wirklichkeit auch während meiner Ausbildung schon gewesen. Von daher, let's do it. So, Pistenhöhe 4830, bereit zum Fliegen. Oh, da habe ich ja jetzt schon Bock drauf. Was war das? Nee, ich will rausgucken. Wenn ich entferne, habe ich die falsche Taste leider gedrückt. Oh, schön. Da würde man doch jetzt sagen, wir kommen nächstes Jahr wieder. Würde man vielleicht sagen. Aber bumpy ist es auf jeden Fall. Ja, ja. Das kann man sagen. Und Klopfer ist auch noch am Start. Okay, gut, der Reise ein bisschen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie du das Kindchen schaukelst. Also, das ist so echt so, genießen Sie einen Rundflug. Das kleine Portemonnaie. Ja, du siehst ja hier, dass die Speed extrem variiert. Ja. Also hier sind schöne Turbulenzen. Du siehst ja, der Geschwindigkeitsmesser variiert stark. Ja, ja, das ist... Aber wie gesagt, als Passagier würde man jetzt ja schreiend rausspringen. Angenehm wäre es auf jeden Fall nicht. Und als Pilot würde man aber sagen, wieso? Ja gut, das ist jetzt natürlich was, wo man, wenn man im echten Flugzeug sitzt, natürlich fühlt, was los ist. Ja. Was einem da sehr viel Vorteile bringt, sozusagen. Mal gucken, wo wir sind. Da ist das Plateau. Das ist doch echt, da freut man sich doch einfach, da sagt man doch danach, okay, Mutter Erde, du hast auch was. Ja, ja. Was für dich. Absolut. Das muss doch jetzt links sein. Ja, ja, ist er ja auch links. Achso, du willst schon sein. Ja, ich will natürlich mit einem schönen Endanflug ankommen, damit ich mich stabilisieren kann. Ich will ja nicht eng um die Kurve fliegen. Das geht ja nicht. Wenn ich jetzt hier links rausgucke, klar kannst du eng um die Kurve fliegen, kannst du mit dem echten Flugzeug auch. Aber dann hast du natürlich keine Chance, dich mehr im Endteil zu stabilisieren. Und so kannst du einfach noch ein paar Korrekturen anbringen. Okay, ich habe jetzt schon voller Vorfreude. Wo ist denn der Scheiß da hinten links? Ach, da ist es. Nee, das ist doch nur die Hauptstraße. Nein, der ist auf dem Plateau hinter diesem, den sieht man noch nicht. Das ist die Hauptstraße. Da ist das Plateau. Da ist die Landung. Ah ja. Ah, das ist, auf der Hauptstraße gibt es bestimmt eine köstliche Burgerbude nach der nächsten. Weil man gar nicht weiß, wo man seine 1 Dollar Burger voraus. Gas weg. Das kann man hier besser sehen. Sind die Klappen voll raus? Ja, sind sie. Krass. Also da bist du im echten Leben schon mal gelandet. Da bin ich im echten Leben auf dieser Bahn schon gelandet, ja. Weil die auch als eine gute Herausforderung gilt? Nö, weil das einfach, ich habe ja mein Flugtraining in Phoenix gemacht und da gibt es halt einfach, du fliegst zu verschiedenen Flugplätzen und eben unter anderem nach Sedona. Und das ist einfach, und das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil du eben durch die Winde, du weißt es nicht, du hast vor der Bahn eben dieses ansteigende Terrain und da kann ich natürlich so eine Windböe auch mal irgendwie außer Ruhe bringen.
Jetzt gucken wir schon alle ganz gespannt. Ja, es ist so ein bisschen Captain Flutterbird ist da oben und da will ja eigentlich unten einfach ja, ja, aber, das ist, aber wenn sein, du erstmal in die Nähe der Bahn gekommen bist, dann ist das auch nicht mehr so tragisch. Dann kannst du ja relativ harte Korrekturen machen auch. Du musst halt nur in die Nähe der Bahn kommen. Captain Flutterbird. Du siehst ja, dass ich hier relativ langsam bin. Übrigens die Hilfsanzeige zeigt mir, dass ich zu hoch bin. Ist ja auch schon wieder am Müllen? Ja, aber ich bin jetzt schon wieder zu schnell. Siehst du jetzt, was man jetzt hier für Up- und Down-Drafts hat? Das sieht aber auch... Ja, der Wind kommt ja von rechts, wie man sieht. Deswegen muss ich auch so ein bisschen vorhalten. Und mit dem Power of Idle. Ja, jetzt mache ich mit dem Fußpedal links und lasse die rechte Fläche hängen ein bisschen. Und dann sollte er gleich, wenn ich das Fußpedal, wenn sich das nicht verrutscht, das ist aber den Eiermann mache, ist das hier eigentlich kein Problem. Boah, das ist ja, da bist du ja nicht mal aufgewacht gerade, wenn du drin gepennt hättest. Ja. Das war ja etwas. Ich hoffe es. Erfolg freigeschaltet. Okay. Oh, danke. Nicht schlecht. Klasse. Danke, danke. Das ist nicht schlecht. Du Mr. Coaster war besser, aber immer. Tja, da habe ich Game Tour auf Platz 108 gebracht. Da braucht man echt Nerven wie Drahtseile. So, Satans kann ich mich ja hier verabschieden mit einer Glanzleistung, hätte ich was gesagt. So. Hast du den Sound an? Ja, ne? Ich hatte den aber nicht auf dem Kopf. Okay. Hatte ich jetzt nicht auf dem Kopf. Aber ja, kannst du ja ruhig machen. Ich sammle den da wohl durch. So, wir machen nochmal hier. Ah, es war gut. 108, Neustart. Auf jeden Fall besser, als sie haben die Landung abgebrochen. Wegen Arbeitsverweigerung. Also ich muss hier mit den Pedalen jetzt arbeiten, ja? Du kannst, am Ende. Achso, treten und das ist Bremse links, ja, genau. Rechts. Bremse, Bremse links, Bremse rechts, was natürlich auch am Boden den Flieger besonders steil um die Ecke bringt. Also, Schub. Bereit zum Fliegen. Erstmal muss ich den Flugplatz treffen. Okay, also, jetzt bin ich dran. War ein bisschen, ich bin ein bisschen... Dreh mal ein bisschen am Power, der ist im Moment zumindest... Also du kannst ja so ein bisschen merken, du musst da im Bogen um diesen kleinen Hügel fliegen, links im Eck. Ja, da ist der Flugplatz, da wollen wir hin. Ja, du fliegst jetzt erstmal ein Stück geradeaus. Ja, ja, sicher. Sonst habe ich einen viel zu spitzen Anflugwinkel. So sieht's aus. Mein AOA sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Fuel right. Trim ist im super grünen Bereich. Base so, pass mal auf. Meine Mutter, das könnte ein bisschen bumpy werden. Ja, keine Sorgen. Kann das so schwer jetzt nicht sein? Ist es auch weit? Guck dir den Atompilz da hinten an. Das ist, jetzt ist es sehr windig. Ja, 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 jetzt war es nicht so windig. Ah, jetzt ein bisschen. Komm nicht zu eng die Kurve. Für ein bisschen Power rausnehmen, also, um einfach nicht ganz so schnell zu sein. Aber. Mhm. Ja gut, ich will zeitig essen heute. So, ja, ich bin auch. Guck, da ist Mordor. Oh, du hättest so leicht haben können. Was ist das, der Schimmelberge oder was? Also kannst, ja, jetzt kannst du langsam einen so, aufs Base drehen, wie der Fachmann sagt. Oh, 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 mein Aua. Ja, der Aua ist in Ordnung. So, pass mal auf. All your base are belong to us. Da ist doch, guck mal. Hä? Wo ist er denn jetzt? Ja, ja, der ist noch ein bisschen weiter links. Fliegst du geradeaus weiter und du bist zu tief. Ach stimmt, aber die Hauptstraße ist hier dieses, Leck, das ja, Plateau ja, ich sehe es da hinten. Das ist das Plateau, genau. Ja, das sieht aber ganz schön aus teilweise. Das ist sehr schön da. Da gibt es schöne viele rote Felsen. Ein Traum, die Landstraße zu fahren zum Grand Canyon. Wenn man einen vollen Tank hat. Also wenn man ein Auto hat. Sonst ist es auch ein Traum, da hoch zu fliegen. Der Berg ist... Ja, du hast natürlich du weißt ja, wo du bist. Da will ich drauf. Ja, ja, genau. Auf den ja, links, links auf den... Oh, jetzt hätte ich einen falschen Knopf gedrückt. Was ist das denn für ein Knopf? Ach, das ist der... Ach, das ist der... Guck automatisch zum... Ich bin ein bisschen tief, ne? Da muss man gucken. Ich kann es jetzt nicht einschätzen. Ich habe mir nicht gemerkt, wie hoch der Platz war. 6000 irgendwas. Na ja, war ein bisschen zu gierig jetzt hier. Ich wollte mal sagen, weißt du überhaupt, wo der Platz ist? Ja, da oben. Da, wo es grün leuchtet. Da. Ja, ja, aber du bist, glaube ich, ein bisschen tief. Ja, ich muss ein bisschen Gas geben. Ja, ja bitte, und nicht so steile Kurven fliegen. Ja, 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 ja. Erstmal schön. Ja, das schaffen wir, da kommen wir drüber. Ja, da kommst du drüber. Du hast ja einen Geschwindigkeitsüberschuss. Wenn nicht wieder der Motor plötzlich ausgeht. Jetzt nachdrücken,
Nach unten drücken. Ja. Ja, klar, der Boy soll das ja nicht. So, da ist die Bahn. Jetzt bitte schön stabilisieren. Ja. Und deswegen musst du irgendwann das Gas auch wieder rausnehmen. Jetzt bist du sehr langsam, musst drücken ein bisschen, auf, weil du sonst stallst. Ja. Aber so knapp über die Baumkante ist scheiße, aber es geht. Ja, was soll ich machen? Jetzt ein bisschen ziehen, darf bisschen ich noch nach rechts. Ja. Schön auf die Extended Centerline bringen. Boah, lecker, Phantobär. Ich muss ein bisschen Gas rausnehmen. Rausnehmen, komplett Gas raus. Komplett raus, rausnehmen, Gas. Komplett wird rausgenommen. Und drück sie. Drückt sie ein bisschen. Sind die Klappen raus? Jawohl. Ja. Ready for landing. Die Klappen sind nicht ganz raus, weil ich fahre sie mal raus. Ja, fahr sie mal bitte ganz raus. Jetzt raus. So, jetzt, pass auf, jetzt gilt's. Jetzt kommen wir, wenn erst die Punkte gezählt. Jetzt werden die Schweine fällt. Oh, ja, ist zu spät, zu spät. Seitenruder ein bisschen. Seitenruder. Und nicht so steil. Ha! Immerhin. Da wollen wir mal gucken, wie fett die Schweine sind. Vordere Fußspitzen. Wollen wir mal gucken, wie viele also, Schweine sind. Hey. Nicht schlecht. Auch 108? Nee, ich bin ja 108 eben gewesen. Und ich bin jetzt? Oder bist du jetzt? Nee, ich war 108 mit 966. Stimmt. 1000. Ja, also gut, ich hab 43.000. Du bist mit 43.000 nicht ganz auf 108. Aber immerhin, ich hab mir auf den letzten Meter nicht mehr dran geglaubt, meine Damen und Herren. Aber wir haben es ja nochmal geschafft. Das ist schon ein fantastischer Aufenthalt. Viel Spaß im Grand Canyon. Reality-Check, ja, gut. Ja? Ja, ist auf jeden Fall also der beste Flugsimulator, den ich bis jetzt geflogen habe. Also als Computer. Ja, also Spiel in Anführungszeichen. Ja. Da fehlt ja dann noch einiges. Ne? Aber ich glaube, das richtige Setup ist dann auch nicht ganz unwichtig. Das richtige Setup ist extrem wichtig. Also gerade Fußpedale sind extrem wichtig, sonst kann man im Grunde immer nur ohne Wind fliegen und kann nichts wie Triebwerksausfälle simulieren, also wenn man mehr als ein Triebwerk hat, weil man dafür die Pedale braucht. Ansonsten braucht man die Pedale fast gar nicht. Aber das ist schon wichtig. Also ich würde jedem raten, lieber auf den Throttle-Quadranten zu verzichten, als auf die Pedale. Wenn man die Entscheidung hat, wofür man Geld ausgibt. Ja, das ist. Ich sehe schon, die Leute im Elektro-Großmarkt stehen, verdammt, nehme ich den Throttle-Quadranten oder die Pedale. Und dann kommt, Schatz, nimm doch beides. So, dann ist es ja, natürlich perfekt. Das ist das Beste. Ein Komplettset ist das Beste. Geil. Ja, es hat schon was, aber es ist echt deutlich schwitziger als so manch Dark Souls-Bosskampf, den ich bisher hatte. Also rüber zu leiern. Aber das zeigt ja nur, dass es für dich realistisch aussieht. Ja, genau. Es fühlt sich so ein bisschen, ja, so, also ein bisschen weirdo an. Und so ist es wahrscheinlich auch im echten Leben, wenn man es nicht kann. Ja, aber es ist nicht, also es ist halt schon, also man muss ja eine Simulation ernst nehmen. Und das fällt einem natürlich schon schwer, wenn man in den Raum reinguckt und es ist alles andere auch noch zu sehen. Wenn man in einem wirklichen Flugsimulator sitzt, dann sieht es da ja aus wie ein echtes Flugzeug. Es ist ja das echte Flugzeug. Und man kann sich zwar nicht über die Schulter umdrehen, aber rechts und links sieht es aus wie im echten Flugzeug. Da ist natürlich die Immersion viel größer. Ja. Also das muss man schon sagen. Ja gut, aber für den Hausgebrauch. Für den Hausgebrauch ist es super. Also ich werde es mir kaufen. Gut. Tja, damit hat sich's mal wieder gezeigt. Nicht jeder kann Pilot werden, auch wenn er es noch so sehnsüchtig möchte. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit einer guten Begrüßung aus dem Off. Warum wird im Hintergrund gelacht, wenn ich noch mitten in der Endcut? Das interessiert uns auch gar nicht, wenn euch aber interessiert, ob wir vielleicht weitere Videos dieser Art mal machen sollen. Vielleicht fliegen wir ja noch mal eine Runde oder auch eine eckige, wenn ihr das unbedingt möchtet. Schreibt einfach in die Kommentare, dann sehen wir weiter. Vielleicht wieder bald da oben am Himmel.